Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal spiele ich Emergency 4 mit der Wegberg-Modifikation. Und ja, man sieht hier schon ein paar Fahrzeuge. Ich glaube, das sind sogar alle. Ja, das aktuelle Datum. Das ist 21. Januar. Also 21.01.2017. So, mein Name ist Stepcut. Ja, das ist jetzt mein Name. Ja, ich schreibe da mal lieber Gaming hinter. Sonst denkt nachher wieder jemand, das hat irgendwas mit meiner Frisur zu tun oder so. Weil wenn man Stepcut googelt, dann kommen nur so Bilder von irgendwelchen Friseuren oder sowas. Naja. Startzeit. Es ist jetzt 11 Uhr, sagen wir mal 10 Uhr. Ja, es ist heute sonnig. Und ich würde mal sagen, ich bin noch ein Anfänger. Und Funkrufnamen, sagen wir mal, das Analoge, ne? Wir sind noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen. Das dauert noch ein bisschen, vielleicht in der nächsten Folge. Ja, und hier ist noch ein Tipp. Damit ein Löschfahrzeug Wasser fördern kann, musst du zunächst die Pumpe starten. Ja, das weiß ich. Ich habe nämlich die Anleitung gelesen. So, ja, hier kann man das Dach entfernen und wieder einblenden. Und man kann hier irgendwo Mülltonnen verschieben zum Spaß. Hier, die kann man verschieben, stand auch in der Anleitung. Hier ist dieser Melder, den können wir hier ausblenden. Kann man den auch wieder einblenden? Ich glaube, der blendet sich nur bei einem Einsatz wieder ein und wenn man den ausblendet, ist der Funkverkehr deaktiviert. Gut, Brandcontainer, Feuer 1, das ist ein kleiner Brand. So, Dach ausblenden, jetzt ruckelt gerade irgendwie. So, also hier ist der B-Dienst, Bereitschaftsdienst. Der kann sich mal umziehen hier. Jetzt zieht er sich Feuerwehrsachen an. Und dann ist er bereit. Ja, das war kurz die Ansage und hier ist eine Sirene. Die haben hier eine Sirene rumliegen, hier im Ersatzteillager oder wie. Naja, okay. Da kommt schon jemand angelaufen. Das sind nur normale Fußgänger. Gut, die Autos fahren hier ziemlich langsam. Ist wohl hier eine 30er-Zone, ne? Gut, hier ist eine Handyantenne. So, gibt es hier sonst noch was Interessantes? Ich glaube nicht. Von hinten kommt auch jemand angelaufen. Okay, der kommt zu Fuß hier hin. So, ich würde mal sagen, der macht schon mal das Fahrzeug hier bereit. So, dann macht er zuerst die Tore auf. Dann entfernt er da diesen Schlauch. So, das Fahrzeug ist bereit. Ich würde mal sagen, das hier nehmen wir auch mit. Drehleiter brauchen wir wahrscheinlich nicht. Dann nehmen wir noch das dahinter. Ich weiß gar nicht, wie viel Personal jetzt kommt bei V1. Das ist ja nicht ganz so groß. Gucken wir mal nach. Naja, wir steigen mal hier ein. Und dann gehen wir mal auf Status 3 Einsatz übernommen. Dann macht er sich bereit und fährt ein bisschen nach vorne. Die steigen mal da ein. So, die steigen mal da ein. Ja, dann gucken wir mal, wie viele Leute da so reinpassen. So. Die steigen da rein. Das Fahrzeug ist anscheinend voll, oder? Ja. Passen hier noch beide rein? Ja, da passen noch beide rein. Gut, ich würde mal sagen, die gehen auch schon auf, nein. Status 3. Wir können ja mal Status 0 drücken und gucken, was passiert. Passiert überhaupt was? Ich würde mal sagen, hier machen wir schon mal das an und rücken dann aus. Geht noch nicht.
Muss man erst auf Ausrücken drücken? Ja. So, Blaulicht an. Ausrücken. So, Blaulicht an. Und ausrücken. Gut, die können ja dann noch eben das Fahrzeug da fertig machen, wenn die noch über sind. Ich glaube nicht, dass wir eine Drehleiter brauchen. Vielleicht das Fahrzeug da, ist es nicht ein Rettungswagen? Naja, egal. Obwohl... Ja, kann man die wieder aussteigen lassen? Egal. Doch, muss doch gehen. Oder auch nicht. Ich muss mal Status 3, fährt er hier dran vorbei, oder? Sonst haben wir ein Problem. Doch, der fährt dran vorbei, sonst müssten wir nämlich die Drehleiter erstmal wieder rausfahren. Und dazu bräuchten wir ja jemanden. Können wir die nicht wieder aussteigen lassen? Auch parken könnten wir machen. Okay. Dann machen wir einfach hier... So, ausrücken. Der kommt dann wahrscheinlich einfach ein bisschen später. So, der ist weg. Dann würde ich mal sagen, wechseln wir die Karte zum Einsatz. Ja, und dann gucken wir mal, was da passiert ist. Und wie war das Löschen? Ja, so. Ja, dann, wo brennt das hier? Also hier sehe ich noch kein Feuer. Aufgaben gibt's nicht. Landkarte. Hier hinten sind wir jetzt und da ist die Feuerwache, oder wie? Also wir wurden zu... irgendeinem Containerbrand alarmiert, ne? Container müsste ja hier sein. Oh, da, da. Guck mal, da ist sogar schon einer. So, wo bleibt die Feuerwehr? Ist wahrscheinlich noch unterwegs. Nicht, dass die hier irgendwo rumsteht oder so. Nee. Gut, wir brauchen, wenn er da jetzt noch länger so rumsteht, auch ein RTW. Der sitzt da wirklich auf dem Dach rum. Achso, da ist eine Leiter. Aber wieso? Egal. So, was haben wir hier? Vorfahrtschild. Also Vorfahrt achten Schild. So, immer noch keiner da. Das könnte ja noch ein bisschen dauern. Ja, gut, die müssen ja auch einen weiten Weg fahren hier, ne, wie man sieht. Was gibt's denn hier für Tipps? Da war irgendein Geräusch. Ja, ja, Status 6 weiß ich. Ja, da sind einige Tipps dabei, ich habe gerade keine Lust, sie durchzulesen. Ich hätte jetzt lieber hier meinen... Oh, da ist jemand. Wo fährt er hin? Fahrzeug 2 hört. Dann fährt der mal dahin. Schon unterwegs. Fahrzeug 2 hört. Gruppenführer. Fahrzeug 4 hört. Ach so. Ja. Status 4. Der Gruppenführer steigt aus. Und der steigt auch aus. Und der kann jetzt hier die anderen aussteigen lassen. Ja. Der kann die Dinger da öffnen. Gut, ich würde mal sagen, das Spiel ist abgestürzt. Und ich würde mal sagen, ich starte es nochmal. Und ja, ja, tut mir leid, ich finde das jetzt auch nicht toll. Also ich wollte jetzt eigentlich die Person, die da rumstand, wegbringen und dann irgendwie einen
Schlauch verlegen und das Feuer löschen. Aber dann ist ja das Spiel leider abgestürzt. Mal gucken, was uns als nächstes für einen Einsatz erwartet. Ich spiele gleich einfach mal auf Fortgeschritten oder auf Experte. Gibt's auch, ne? Ja, und dann gucken wir mal, was wir jetzt für einen Einsatz bekommen. Und wie lange es dauert, bis wir einen Einsatz bekommen. Ja, jetzt lädt das Spiel und ich rede hier. Also, man muss hier draufklicken. Dann wählt man das hier aus und klickt auf Starten und dann lädt es schon. Ja, Leben retten virtuell und doch ganz nah in NRW. Ja, das ist wirklich ziemlich nah. Ich kann ja mal gucken, wie weit Wegberg hier von mir entfernt ist. Ah, jetzt geht's schon los. Ja gut, das aktuelle Datum, das hat sich noch nicht verändert. 21.01.2017. Startzeit immer noch 10 Uhr. Es ist jetzt immer noch sonnig. Ich bin jetzt mal fortgeschrittener geworden. Und jetzt machen wir das Ganze mal auf digital. Es kommen nicht bei jeder Alarmierung gleich viele Feuerwehrleute. Behalte das beim Besetzen der Fahrzeuge im Hinterkopf. Wieso nicht im Vorderkopf? Aber ich habe keinen Namen eingegeben. Schützt das Spiel jetzt wieder? Nee. Gut, da steht einfach gar nichts dann. Oh, jetzt steht da Leon. Wieso steht das da? Woher weiß er das? Ist ja gruselig. Woher weiß er? Ach so. Klar, ist wahrscheinlich mein Emergency 4 Multiplayer Name oder sowas. Gut, also ich wollte gucken, wie weit Wegberg hier entfernt ist. Wegberg. So. 32 Minuten mit dem Auto. Gut, jetzt haben wir einen brennenden Müllcontainer. Das ist hier wieder ein Container. Und dann haben wir hier wieder den B-Dienst. Der macht sich mal schnell bereit. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht wieder ab. Also manchmal ist das ja so, dass die Modifikationen einfach abstürzen, obwohl sie bei den anderen funktionieren. Das ist ja auch... Einsatzzug 1 Feuerwehr Wegberg brennt Müllcontainer Wegberg Habeck Feuerwehrhandwerk Ende. Ja, also das ist ja auch zum Beispiel bei der Germersheim Dorfmod so, da funktioniert das bei mir ohne Probleme und manche von euch schreiben, dass das bei euch nicht funktioniert und dann, ja, da kann man eigentlich dann nichts machen, wenn die Modifikation installiert ist und trotzdem nicht funktioniert. Ja. Herkelenz, 8W2, Leitstelle Hansberg. Aber ich hoffe, es funktioniert jetzt. Sonst muss ich vielleicht einen anderen PC nehmen, vielleicht funktioniert es da ja irgendwie. Vielleicht ist mein PC ja zu gut. Jetzt könnt ihr gar nicht hören, was die da reden, weil ich die ganze Zeit dazwischen rede. Aber eigentlich reden die ja dazwischen, ne? Mach ich den auch mal bereit. Vielleicht brauchen wir den ja. MTF. Gut, kein RTW. Ja, wir haben auch gar keine Lagemeldung beim Netz mehr gemacht. Dazu bin ich ja noch gar nicht gekommen. Ja. Gut. Wie viele passen da eigentlich rein? Vielleicht zwei oder noch mehr? Gut, der passt da jedenfalls auch noch rein. Ja. Ja? Weggeflogen? Der passt da auch noch rein? Ja, kommen wir auch mit Standort. So. Wir stehen. Der passt da nicht mehr rein. Oh ja, Status 3. Dann gehen die da rein. Machen das Fahrzeug da bereit. Es ist ja schon bereit. So. Erste wird aufgenommen, männlich, chirurgisch mit Alarm, Uni Aachen. Gut, also irgendein RTW fährt jetzt zu Uni Aachen und hat irgendeinen Patienten aufgenommen. Wieso läuft der Motor denn schon? Guck mal, da die ganzen Abgase landen jetzt hier drin. Das ist eigentlich nicht so toll. Der kann den mitnehmen, oder wie? Fahrzeug 9, der passt auch noch rein. Gut. Rücken wir mit zwei Fahrzeugen aus. 61,
Da kommt der dann doch nicht mit.